Die Universität Innsbruck feiert heuer ja das 350-Jahr-Jubiläum und das könnte den Anlass darstellen, dass wir endlich eine Gleichstellung auch im rechtlichen Sinne in Südtirol herbeiführen. Die Universität Innsbruck ist nach wie vor die Landesuniversität, das heißt, sie richtet auch ihr wissenschaftliches Angebot auf die Bedürfnisse Südtirols aus und auf der anderen Seite ist sie nach wie vor die am meistbesuchte Universität überhaupt. Das heißt, derzeit besuchen mehr als 4000 junge Südtiroler die Universität und studieren dort. Geändert werden soll konkret das Landesgesetz betreffend die Förderung der Hochschulen. Der Artikel 19 bis, wo vorgesehen ist, dass die Landesregierung grundsätzlich eine Förderung, eine finanzielle Förderung gewähren kann. Also die Ermächtigung soll der Landesregierung auch für die Innsbruck-Universitäten erteilt werden. Und zum anderen die Möglichkeit auch vorgesehen werden, dass so wie mit der Europäischen Akademie oder mit der Universität Bozen, dass da eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden kann, also ein mehrjähriger Plan, wo eine Mitfinanzierung mit entsprechender Zielvereinbarung vorgesehen ist.